Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. The Last Revelation. Wir sind hier in Ägypten angelangt. Im letzten Part haben wir ja unseren guten Freund Werner verloren. Ich habe mal ein bisschen an meinem Multi rumgespielt und ein bisschen heller wenigstens gemacht für mich, damit ich wenigstens halbwegs was sehe und nicht immer auf den anderen ausweichen muss. Kannst du die Fackel auch noch anmachen, du Penner? Ich glaube, er hat sie sogar angemacht, aber irgendwie nicht so richtig. Weil in dieser Ecke ist halt immer noch dunkel, also komplett dunkel. Und auf dem anderen Bildschirm sehe ich was. Weiß nicht, ob ich das irgendwie anders einstellen kann. Also ich habe den HDR-Modus ausgemacht, das hat schon mal geholfen. Aber ansonsten, ja, ist halt immer noch ein bisschen blöd. Also vor allen Dingen, wenn das Spiel sehr dunkel ist. Okay, da unten ist auch noch irgendwas, wahrscheinlich noch mehr Flares. Ich glaube, das ist Schrotmunition hier. Habe ich ja meistens gar nicht so richtig verwendet, die Waffen, außer bei irgendwelchen stärkeren Gegnern, weil die auch sonst komplett unmöglich waren. Interessant. Ist das Ding tot? Ich sehe es nicht mehr. Anscheinend ja. Ich wollte eigentlich nicht zur Seite springen, ich wollte eigentlich hochheben. Ich wollte eigentlich zur Seite gehen, aber dafür muss man ja wie so stehen, glaube ich. Oder langsam gehen auf jeden Fall. Oh Gott, ist es so schlimm. Ja, ich mache noch kurz einen Cut. So, ich habe es leider nicht hinbekommen, aber ich habe es einfach das Spiel auf einen anderen Bildschirm gezogen. Ist natürlich jetzt ein Bild auf dem 1440p Bildschirm, ein 1440p Fenstermodus-Spiel zu haben, weil Fenstermodus, das war, glaube ich, gut. Ich sehe immer noch nicht so wirklich viel, sehe ich gerade, weil es hier auch gerade so ein bisschen blendet. Hä, ich dachte, ich mache so eine komische Rolle. Ach ne, stimmt, da muss ich eine andere Taste drücken, oder? Wie war denn das? Ach, ich muss laufen und dann. Okay, so mache ich die also. Okay, gut zu wissen. Hallo, guter Freund. Was haben wir hier vorne? Da geht es anscheinend weiter. Hier kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erkennen. Hilft mir auch nicht rüber zu gucken, weil ich dann immer noch so wenig sehe. Okay, cool. Jetzt kommen wir von der Cutscene. Random. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich habe mich ja nicht mal wohin bewegt. Der ist hier vielleicht hingegangen, aber ich nicht. Mistspiel. Jetzt wird gerade die Kasse auch, wenn ich aufstehe, um meine Hunger zu machen. Was ist denn das? Wieso muss denn immer sowas passieren? So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr, weil ich jetzt mein Holo runter gemacht habe und es ist nicht so blendet. Also eigentlich ist mein Bildschirm nicht so, dass er geblendet wäre. Also er steht nicht so, dass er wirklich geblendet werden soll, aber irgendwie anscheinend doch, weil das irgendwie reflektiert wird. Und keine Ahnung, warum auch immer. Ist auf jeden Fall nervig. Und jetzt sehe ich auf jeden Fall was. Wahrscheinlich hätte ich auf dem anderen, ne, auf dem anderen hätte ich wahrscheinlich nichts gesehen. Da habe ich einfach wieder HDR gemacht, um die Einstellung zu haben, die ich sonst habe. Weil ich mich jetzt halt daran gewöhnt habe. Ich kriege ganz viel AP, ne? Schwierigkeitsgrad im Spiel gab es, glaube ich, nie so wirklich. Und wir werden schon wieder von irgendwelchen komischen Mumienhunden angegriffen. Das finde ich auch schwer nicht so cool. Ich denke mal, wir sollen dahin, wo er hingeht, aber ich finde das hier gerade interessant. Das. Okay, ich habe ein Secret. Es gibt ein scheiß Secret. Wahrscheinlich habe ich alle verpasst im ersten Level. Ne, Moment, eins habe ich gefunden, glaube ich, oder? Das unter Wasser, wo man dahinter auch muss. Ich glaube, da kam auch das Secret-Geräusch. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht stelle ich die Auflösung auf 1080p runter und hab's dann in einem vernünftigen Fenstermodus, weil OBS glitzt ja sowieso hoch. Mal gucken. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Nö. So, also wir sind in. Also ich weiß gar nicht, was wir hier wollen. Wir sind in Ägypten, ich habe keine Ahnung, was wir wollen. Null. Aber das werden wir bestimmt rausfinden. Also Ägypten habe ich sehr schlechte Erfahrungen, Erinnerung dran, weil das in Tomb Raider 1 war. Und das war halt echt zum Kotzen. Okay, hier gibt es anscheinend Schießscharten. Interessant. In der Ecke sehe ich nichts. Okay, jetzt kann ich natürlich auch Flares benutzen. Ich weiß nicht, wie viele Tests die waren. Ich glaube, die waren auf Komma.
Ist lustig, dass die Patronenhülsen jetzt Töne machen. Das soll ich mich hier ranhängen, so wie in Lego Star Wars zum Beispiel, dass man sich da nur die Schalter hängt. Wahrscheinlich nicht, weil es nicht Lego Star Wars ist, sondern Tomb Raider 4. So Last Revelation. Okay. Überprüfen wir mal unsere Realität hier. Ich sehe das Ding da hinten. Ich sehe da ein HP-Ding. Da ein HP-Ding. Ich hätte jetzt persönlich erwartet, dass ich hier lang klettern kann. Aber kann ich anscheinend nicht. Interessant. Da auch nicht. Ich kann mich hier festhalten. Ich kann hier zurückgehen. Also Lara sieht aber auch besser aus. Also man merkt, dass das Spiel modernisiert wurde. Also erstmal sind jetzt keine Dreiecke mehr vorne, sondern halbwegs rund aussehende Sachen. Obwohl die immer noch ziemlich komisch aussehen. Okay, noch ein Secret gefunden. Interessant. Blöde Mistviecher. Ich habe nicht immer damit gerechnet, dass sie ja kommen. Auf einmal habe ich irgendwas hinter mir tapsen. Also ich dachte zuerst, dass es irgendwie eine Uhr, die abläuft. Aber nein, es waren diese komischen Mistviecher. Also kurze Realitätsüberprüfung. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie rüberkomme. Ich kann nur versuchen in die... Obwohl, ich könnte vielleicht hier versuchen. Hier komme ich auch an die... Au, das hat Fallschaden gemacht. Das finde ich nicht so gut. Ich dachte... Vielleicht kann ich doch noch an der Decke vorbei. Krabbel, es hat einfach nur nicht funktioniert. Also an der lang hangeln. Weil hier so eine Schräge ist. Also ich glaube, ich kann sogar einen Schrägen lang hangeln. Ich weiß nicht, was ich hiermit tun soll. Es könnte sein, dass wenn ich hier irgendwas mit mache, dass dann da irgendwann mal eine Brücke rausfährt oder so. Oder das mit. Wahrscheinlich wird es hier mit Sand gefüllt irgendwann und dann kann ich darüber. Macht Sinn. Weil die sehen irgendwie aus wie so Wasserspeier und aus Wasserspeiern kann vielleicht auch Sand kommen. Er wäre übrigens schön, wenn das Spiel einfach heller wäre. So, wir kommen von... Wo kommen wir? Kamen nicht von hier irgendwie? Okay, die leuchten jetzt grün, interessant. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie viel haben wir denn davon? Riecht das irgendwo? Ich glaube, der Hintergrund ist ein bisschen verbuggt gerade und ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil ich es auf einer Bildschirmversion habe. Flares, oh, hier sind noch mehr Flares, super. Gut, dass ich meine Flares rausgeholt habe, um neue Flares zu finden. Das ist nur ein Flare. Wir hatten gerade 26, oder? Und das waren jetzt... Okay, wir kriegen anscheinend immer 12 dazu. Aber ich habe doch zwei Pakete aufgesammelt. Nehmen wir mal 26. Ich habe gar keine Ahnung. Noch mehr Flares, wichtig. Und die halten nicht so lange, leider. Warum sind die grün? Also grün verbinde ich eher so mit diesen Leuchtstäben, diese Knick-Glow-Lights oder wie die heißen. Also, überprüfen wir mal. Hier, ich kann da durchgucken, das hilft mir aber nicht. Ich kann da durchschießen, bringt mir das irgendwas? Nein, natürlich nicht. Wir haben hier so ein Ding, das irgendwie aufgegangen ist gerade. Da sind, glaube ich, einfach die Viecher rausgekommen. Kannst du mir was erzählen zu der Situation? Hast du eine Idee? Nein. Hm. Da ist was noch ein Ding. Kann ich da irgendwie durchgucken? Sehe ich da irgendwas? Nö. Okay, ich sehe gerade nur den Weg hier runter. Das heißt... Ich habe ein Secret gefunden. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Auf der anderen Seite ist es zu hoch, dass ich irgendwas machen könnte. Ich könnte den vielleicht verschieben oder... Nee, dafür ist er zu klein. Ich kann ihn nicht schieben.
Da war ich schon drin. Da war nur ein Secret und dann haben mich zwei Viecher angegriffen. Die habe ich getötet. Ha. Huh. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich ja langhangeln sollte. Aber ich kann es halt nicht machen. Weil hochspringen, festhalten klappt hier nicht. Und bei der schrägen klappt es auch nicht. Also, bin ich wirklich so blöd, dass ich im ersten Level schon gar keine Ahnung mehr, was ich tun soll? Hä? Ah, hier oben vielleicht? Ja, natürlich. Meine Fresse, ey. Aber da komme ich nicht hin, oder? Nee. Ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkommen soll. Wenn ich das so mache, komme ich da nicht hoch. Kann ich mich hier langhangeln? Nein. Gibt es hier hinten vielleicht noch so ein Ding? Da sehe ich leider nicht so viel. Aber ich glaube nicht. Das sieht für mich recht zu aus. Mit dem Ding kann ich auch nichts machen. So, mache ich mir noch mal eine... Lerner lohnt sich das nicht, weil hier hinten war ja, glaube ich, nichts, ne? Ich mache mir noch einmal Fein an. Warum nicht? So, da ist nichts. Hier ist nichts. Da war eine zweite Flair. Kann ich da irgendwo nach oben? Nein. Hier noch was? Nö. Okay. Dann geht's hier runter. Da habe ich das Ding da oben, wo ich nicht hinkomme, weil zu weit weg. Ranspringen sehe ich auch nicht. Ich glaube, der Guide ruft mich. Okay, ich habe nachgeguckt und es ist, hat was mit den Löchern zu tun. Aber ich weiß nicht, was ich da tun soll. Also, hier ist eins. Man kann einfach hingehen und, also ganz ehrlich, so, das wird nicht erklärt. Woher soll ich denn das wissen, dass das funktioniert? Okay, hier kann ich anscheinend nichts machen. Sieht auch so ein bisschen schieber aus. Und was ist hiermit? Okay, da war anscheinend, also ganz ehrlich, das ist wirklich schlechtes Game Design, dass man das so versteckt. Warum soll ich erwarten, dass ich da reingreifen kann? Okay, hier kann ich nichts machen, weil der Boden kaputt ist anscheinend. Gut. Ja, dann habe ich jetzt ganz schön viel Zeit damit gewastet, den Weg zu finden, weil das Spiel mir irgendwas nicht erklärt hat. Also, dann hätte man sowas ja bei Warner zeigen können, anstatt diesen Quatsch, den... Okay, ich habe erwartet, dass die Dinger hier rauskommen, also dass das aus diesen Säulen kommt. Aber gut. Nehme ich so hin. Okay, was passiert hier, wenn ich mir das nehme? Ich mache die Türen auf und okay, die Tür ist wieder auf. Okay, das sind irgendwelche Sandschalter gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das fühle. Ich glaube, diesen Guide werde ich noch einige Male brauchen. Ich fand's gut, dass der sich einfach komplett davon nicht interessierte. Denkt einfach so, ja, Tür ist zu, geht auf durch irgendein komisches Sandding. Fühle ich. Was ist das? Okay, wir haben ein Osiris-Auge. War es Osiris? Ich glaube schon. Wahrscheinlich nicht. Wir haben irgend so ein Ding. Ach, wir haben ein Seil. Gucken wir erstmal, was Osiris sagen wir. Wir speichern erstmal ab, bevor ich drauf drücke. Okay, wahrscheinlich brauche ich das Osiris-Auge. Ich hab's nämlich. Also ich kann damit nichts machen. Ich komme da nicht drücken. Wahrscheinlich kann ich drücken. Ich stand noch nicht im richtigen Winkel dazu. Hätte ich mich ein Grad bewegt, dann hätte es geklappt. So, wir können nach rüber schwingen oder wir können nach unten gehen. Nach unten ist ein Weg. Wir sagen, wir schwingen erstmal rüber, weil, warum nicht?
Also, weil der Stolper von dem Seil bin ich wahrscheinlich einfach dumm gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich einfach auf Werner hören können. Aber ich finde es doch grundsätzlich blöd, sowas einzubauen. Also, warum baut man Sachen ein, die nicht gut funktionieren? Okay, das funktioniert gar nicht. Ha, laden wir es nochmal, weil ich nehme nicht Schaden dahin, weil das finde ich okay. Ganz ehrlich, das ist einfach nicht gut. Das ist einfach ein schlechtes Spiel. Sowas muss man nicht machen. So, hell. Hab mich gerade ein bisschen erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Okay, jetzt haben wir beide Teile vom Osiris-Ding. Und jetzt? Die Beleuchtung ist auch ganz gut geworden von dem Spiel. Ich speichere nochmal. Ich hätte vielleicht nicht hier speichern sollen, ne? Ich hab keiner, ob das so geplant ist. Ich glaube nicht, aber gut. Also lassen wir mal beide Osiris-Artefakte-Dinge ein. Oder? Es geht nicht. IPs combine with IPs. IV, okay, so war es Horus-Auge, nicht das Osiris-Auge. Wofür war das Seil jetzt? Sind die beide tot? Ich glaube schon. Was hat das denn mit dem Seil dann auf sich? Also ich komme da ja nicht rüber. Ich weiß halt nicht, wofür das ist. Da nicht hin? Also ich sehe halt nicht, dass ich irgendwo hin könnte. Das ist ja nicht einfach so da. Was ist mein Guide davon? Das sagt mir leider nichts. Ja, funktioniert nicht gut. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Wirklich null. Aber das Spiel wird schon wissen, was es da macht. Wir gehen weiter. Aber nicht so lang, weil wir haben noch 2 Minuten. Okay, hier waren die beiden Höllenhunde und wir müssen wahrscheinlich unserem Fremdführer hier hochfolgen. Secrets werde ich natürlich nicht suchen, weil ich so viel zu blöd für. Okay, ein Adler? Das ist bestimmt Senu? Interessant, interessant. Hier, da ist unser Fremdführer, da ist Munition und auf der anderen Ding ist auch irgendwas. Hab ich eigentlich meine Schädel noch? Nee. Schade. Aber ich müsste sie auch in allen anderen Tomb Raider Teilen gehabt haben, weil das ist ja vor der Story gewesen. Bis zum Reboot. 2013, glaube ich, hieß nur Tomb Raider. Das kommt auch noch irgendwann mal, wenn ich mit dem Rest der alten Spiele durch bin, die alle wundervoll und spaßig sind. Fremdführer ist da lang gelaufen. Das heißt, ich laufe da erstmal nicht lang. Wir haben hier unten Sachen. Wir haben da hinten eine Treppe und da ist aber auch ein Eingang. Mit einer Tür, die zu ist. Und das kommt mir aus Teil 1 bekannt vor. Gut, ich würde sagen, wir folgen doch mal dem Fremdenführer, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin will. Und auf komisches Rumgespringen habe ich nicht so wirklich Lust. Ich würde aber sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Ich weiß gar nicht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.